Yo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start und ja, es ist Donnerstag, heute 21 Uhr, Deutschland gegen Frankreich. Was tippt ihr? Ich tippe 3-2, ich tippe 3-2. Ich glaube, Deutschland wird gewinnen, aber Frankreich, ja, auch harter Gegner. Hier nebenbei unser geiles T-Shirt. Ich bin ein Körper. Geil, oder? Ja. Was wollte ich euch mitteilen? Heute wieder ein kleiner Vlog. Wir sind wieder am Stissel und hat auch einen Grund. Hat auch einen Grund. Ihr habt das Ack-Video gesehen. Die Vorgeschichte. Richtig gut, oder? Richtig gut. Für die, die im Stream dabei waren, die wissen, was für epische Szenen als nächstes kommen werden. Aber das muss ich so alles an. Ich will das alles in einem Stück schneiden, da brauche ich ein bisschen Zeit für. Es kommt ein richtig geiler Raid. Richtig geiler Raid. Ich will für die, die es nicht im Stream gesehen haben, nichts spoilern. Es werden geile Videos kommen. Zwei oder drei Stück. Ich muss gucken, wie klein, wie groß ich das schneide. Ich will das alles in einem Stück zu Ende schneiden. Deswegen heute einen kleinen Vlog und da möchte ich auch nochmal was sagen. Ich möchte mich nochmal an alle Supporter bedanken. Leute, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich an alle Zuschauer bedanken. Ey, die Kommentare waren der krass, ja. Die Reaktionen, die Kommentare, die Glückwünsche, alles Mögliche. Leute, vielen, vielen Dank, Mann. Holy shit, das war richtig krass. Da merkt man einfach, wie geil die Community ist, ja. Selbst die Leute auf, ich sag mal, YouTube, ne? Also, ich war YouTube sehr inaktiv. YouTube hat mich für. Es gab so eine Zeit, da hat mich YouTube einfach nicht mehr interessiert. Das war einfach. Wie soll ich das sagen? Es war, glaube ich, die Zeit, ihr habt selber gemerkt, YouTube hat ein Niveau verloren. Es kamen Pranks. Jeder weiß, die meisten davon sind eh gefaked. Es kam einfach Videos, die nur noch mit Beef, mit Hass. Jedes Video musst du mit Hass beschweren. Ich mach dich fertig, du machst mich fertig. Die Leute, die wollen da sehen, wie ich jemanden fertig mache und sowas. Und das war irgendwann für mich die Zeit, wo ich einfach die Interesse an YouTube verloren habe. Und habe eher die Interesse gewonnen am Livestream, weil ich die Leute live, die beeinflussen das Spiel. Ich kann live mit denen chatten, die geben mir Live-Ideen, sowas alles. Diese Leute, oder beziehungsweise diese Leute, die diesen Hass und alles mögliche YouTube verändert haben. Also die haben mir eigentlich YouTube den Spaß kaputt gemacht. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Spaß an YouTube gefunden oder auf jeden Fall mega cool und vor allem, ich finde das so krass, dass nach so einer langen Zeit, wo ich inaktiv war, immer noch Leute am Start sind. Und was mich übertrieben gewundert hat, ich habe ja gefragt, was wollt ihr sehen? Was wollt ihr sehen? Und so viele Leute, wir haben noch so eine große Arma 2-Fraktion, Daisy, das ist brutal. Ich dachte, das Spiel wäre gestorben und mir sagen, ey Leute, wir spielen hier, komm auf unseren Server. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, komm auf unserem Server, wir spielen immer noch aktiv, der größte Server hier, dort, alles. Das ist echt krass und dafür nochmal vielen, vielen Dank. Ich will auf jeden Fall, also ihr habt, ich weiß nicht. Ich will es nochmal versuchen. Ich werde Arma 2 nochmal versuchen, ob es was wird. Wir werden es auf jeden Fall im Livestream anspielen. Ich nehme das Ganze auf und wenn Szenen passieren, dass ich daraus Videos machen werde, so wie damals, dann wird das natürlich vorkommen. Aber ich kann noch nicht sagen, wann das wird. Da muss ich erstmal wieder alles updaten und mich fertig machen. Zurzeit sind wir ja auf dem Arc. Ich wollte schon der Sie Arma Trip sagen. Nein, wir sind auf einem Arc Trip. Das wird auch mega geil. Es macht zurzeit mega, mega viel Spaß. Jetzt spielen wir wieder so halb mit der Community zusammen auf so einem Public-Server, den ich geheim halten wollte, aber wo auf einmal jeder wieder nachconnected ist. mega cool. Und ja. Ey, die letzten Tage sind einfach die krassesten, so. Und wir haben ja so ein Donation-Goal gehabt im Stream und so dies, das. Das wurde jetzt alles erreicht. Und wir haben uns richtig geiles Gimmick ausgedacht. Wir haben uns ausgedacht, ich habe erstmal gesagt, wir sammeln so ein paar Ideen, da kamen Ideen rein. Pauni hat eine Idee gehabt, ich soll mir die Haare pink färben und boah, 24-Stunden-Stream und ich soll mich verkleiden als Catwoman und alles lustige Ideen. Aber ich glaube so, fürs erste Mal, weil das ziemlich kurz sein wird, kam eine geile Idee. Es kam eine geile Idee. Ich überlege gerade, ob ich das sagen möchte oder ob ich das lieber geheim halten werde. Aber ich werde so Hälfte, Hälfte, bisschen davon verraten und bisschen nicht. Es kam eine Idee,
Ich weiß gar nicht mal von wem das war. Ich habe mir nur die Idee notiert. Und zwar, wir werden so einen kleinen Trinkstream starten. Und zwar mit One-on-One-Challenges. Das heißt, ihr könnt mitmachen. Man zeigt nicht mit Fingern auf Menschen, aber ich zeige auf eine Kamera. Ihr könnt gerne mitmachen. Ich fahre gerade meinen Server wieder hoch. Ich werde Einstellungen umändern. Es wird eine Menge an Minigames geben. Eine Menge. Wir haben uns richtig lustige und geile Ideen ausgedacht. Ich überlege gerade, wie ich das formuliere, ohne dass ich zu viel... Es sind so geile Ideen, ich würde sie euch nennen. Ihr werdet sie echt lustig finden. Wir haben uns Sachen überlegt, das glaubt ihr gar nicht. Und ja, das wird dann einfach sein. Wir müssen die Regeln festlegen, so die Regeln. Weil das Ziel ist natürlich, dass ich mich abschieße. Ja, müssen wir mal gucken. Also die Person hat vorgeschlagen, wenn ich verliere, muss ich trinken, ein Pinchen Wodka. Wenn ich gewinne, dann habe ich 5 Minuten Pause oder 15 Minuten Pause oder so, bevor ich das nächste Duell annehme. Erstmal natürlich, grob gesagt, Leute, jeder, der trinkt oder mittrinken möchte oder was auch immer, ich bin über 18, ich hoffe, die mittrinken, sind auch über 18 und jeder soll seine Grenzen kennen, ne? Ich möchte hier keinen haben, der, weiß nicht, das als übertriebene Kampfsaufen oder sonst was sieht, Leute, das einfach noch ein bisschen Spaß haben. So, aber, Leute, das wird so geil. Wann das ist, wissen wir, also ich werde mal gucken, Freitag, Samstag, Sonntag, ich denke so Samstag oder Sonntagabends, wir müssen gucken, ich muss gucken, nicht, dass ein Fußballspiel ist oder so, EM oder sonst was, gucken wir mal nach, gucken wir mal, Leute, alles entspannt, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, oder? Habe überlegt, gehe ich heute in eine Shisha-Bar, aber ich glaube, ich gucke mit meinen Spuzzles, die im Teamspeak sind, wir gucken mal zusammen im Livestream, mega geil, ja. 3-2 für Deutschland. Peace and out, Leute. Wir sehen uns morgen. Aber noch kurze Ansage, Leute. Bevor ich abdüse, heute streame ich aufgrund des Fußballspiels ein bisschen früher. Ich glaube so, lass mich kurz auf die Uhr gucken. 14:42 Uhr. Ich gehe eben noch einkaufen. 15:30 Uhr bis, ich glaube, 21 Uhr. Bis zum Fußballspiel. Oder vielleicht auf die Uhr, je nachdem, ob ich noch abdüse. Streame ich und danach abends bin ich weg. Deswegen, peace out.